Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir meine Videokurse für Musiklehrer-Erfahrungen teilen von Christian Konrad. In diesem Kurs wird gezeigt, wie man ein Online-Business als Musiklehrer aufbauen kann und es wird versprochen, dadurch beruflich frei und unabhängig werden zu können. Das Augenmerk liegt dabei auf den Aufbau eines passiven Einkommens. In diesem Kurs geht es unter anderem um E-Mail-Marketing oder auch darum, wie du deine Unterrichtsinhalte zu Videokursen machen kannst. Und ohne viel darüber zu reden, lass uns doch direkt mal anschauen, was der Kurs so beinhaltet. Natürlich kann ich dir nicht alles zeigen, das sollte dir klar sein. Aber so, dass du mal etwas reinschnuppern konntest. Und hier sind wir bereits im Mitgliederbereich. Hier findest du dann die Kurse. Du bekommst innerhalb von wenigen Minuten deine Zugangsdaten, wenn nicht sogar Sekunden. Dann kannst du hier Kurs jetzt starten, drauf klicken und dann kommst du hier in diese Übersicht. Übrigens, wenn du mehr dazu erfahren möchtest zu Videokurse für Musiklehrer, dann klicke doch den Link in der Videobeschreibung. Dort kommst du dann direkt mit einem Klick zum aktuellen Angebot und machen wir mal weiter. Hier findest du dann die Abschnitte. Wie du sehen kannst, sind es drei große Abschnitte. Einmal Vorbereitung, dann geht es um die Erstellung und um die Verbreitung. Alle drei Dinge sind natürlich sehr wichtig, aber für mich persönlich ist schon mal das Wichtigste überhaupt der dritte Punkt, die Verbreitung. Denn ohne Marketing läuft natürlich nichts. Das Marketing ist natürlich entscheidend wichtig, gerade als Musiklehrer. Und hier weiter unten findest du dann die einzelnen Downloads, einmal die Preisgestaltung, Zahlungsmethode, ein Kursthema finden, Interessenten gewinnen. Aktuell wird es dir auch Schritt für Schritt freigeschalten, also der Erstellungsbereich wird nach 14 Tagen freigeschalten und die Verbreitung nach, glaube ich, 28 Tagen. Dann gehen wir doch einfach mal in die Vorbereitung rein. Hier siehst du dann wieder die einzelnen Videos. Es ist wieder sehr übersichtlich. Es geht los mit dem Intro, dann geht es über in das Zeitmanagement, um die Preisgestaltung, um das Zahlungsmodell, wie du ein Kursthema findest, die Songfalle, Interessenten gewinnen über YouTube-Videos, Ablauf eines YouTube-Videos, Abspann und Infokarten. YouTubes eignen sich natürlich besonders gut, wenn du Musiklehrer bist. Suchmaschinenoptimierung mit TubeBuddy, Webseiten und E-Mail-Adressen, warum eine E-Mail-Liste erstellen, E-Mail-Liste einrichten mit Mailchimp oder auch hier 14 Lead-Magnet. Das ist besonders interessant hier im ersten Modul. Dann gehen wir doch einfach mal direkt in das Intro und ich zeige dir einfach mal, wie die Videos hier so sind. Da kannst du dir einen besseren Eindruck machen. Dann klicke ich hier mal direkt auf Play. Hallo und herzlich willkommen im Kurs. Freut mich, dass du dabei bist. Ich werde immer wieder mal noch Videos hinzufügen. Auch wenn du mir zum Beispiel sagst, dir fehlt irgendeine Information oder ein Video zu einem Thema, dass ich vielleicht doch was vergessen habe oder dass du mich auf eine gute Idee noch bringst, dann kann es durchaus sein, dass ich das Video noch nachliefere. Okay, konntest du auch mal hier ein bisschen reinschnuppern. Auch interessant ist hier unten die Sortierung der Videos nach Farben. Also grün bedeutet, es handelt sich um Technik, Werkzeuge, Handwerk, Software. Blau, es geht um Marketing und Verkauf. Und orange, es geht um den Inhalt, um die Strategie. Also auch ziemlich cool gemacht. Also ich persönlich denke mal, mit diesem Kurs kannst du definitiv vor allem seriös Schritt für Schritt dein eigenes Produkt erstellen und dann auch anschließend vermarkten. Wie du bereits gemerkt hast, wird hier viel auf die sozialen Medien eingegangen und YouTube ist natürlich hier auch ein wichtiges Thema dabei. Hier wird also dann auch wirklich gezeigt, wie und wo vor allem du einen Videokurs erstellen kannst, sodass es wirklich schnell und einfach funktioniert. Es wird auch darauf eingegangen, wie wichtig zum Beispiel Social Proof ist, also die Bewertungen von anderen zum Beispiel, oder es geht auch um Pre-Launch und so weiter. Es ist sehr umfangreich und ich behaupte jetzt einfach mal, dass du hier eine gute Investition machst. Ist natürlich immer abhängig davon, wie viel Zeit du investieren möchtest, um das Ganze umzusetzen, denn auch das sollte man berücksichtigen. Du musst natürlich auch noch etwas Mühe investieren, damit das Ganze auch Früchte trägt. Ich persönlich
Vertraue Christian Konrad voll und ganz. Er ist das beste Beispiel. Er hat es selbst geschafft, mit Videokursen ein passives Einkommen aufzubauen. Und wie du vielleicht schon gesehen hast, gibt es auch noch viele andere, die positiv über diesen Kurs berichten. Schau dir hierzu doch am besten mal über den Link in der Videobeschreibung die weiteren Meinungen an. Da kannst du dann auch wirklich sehen, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Wie gesagt, alles kann ich dir leider nicht zeigen, aber so konntest du mal ein bisschen reinschnuppern. Über den Preis lässt sich natürlich streiten. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass er etwas geringer hätte sein können. Aber ich denke, hier geht es ja nicht nur um einen Kurs, wie du jetzt zum Beispiel Gitarre lernst, sondern es geht ja hier wirklich auch um die Zukunft von deiner finanziellen Situation, wenn man so möchte. Und da kann ich es natürlich verstehen, dass dieses Wissen wertvoll ist und dementsprechend auch etwas teurer ist. Okay, so viel mal zu meiner Meinung. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn du natürlich Fragen hast, dann schreib diese in die Kommentare. Und vielen Dank fürs Zuschauen.